Ah, ich plan schon mal voraus hier. Jo, so. Wunderbar. Was los? Oh, Moment mal, erst du. Ja, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Ich bin ja schon am Sparen. Und du da unten hast wahrscheinlich dich. Weswegen hast du dich eigentlich beschwert? Ah! Okay, gut. Dann halt so. Die Touristen sind kauffreudig. Ja, natürlich sind Touristen immer top fürs Geschäft, Mann. Die sind immer voll der Chef im Geschäft. Das Einzige, was sie nicht können, dass sie gar kein Dönerfleisch schweißfrei schneiden können. Das ist der einzigste Nachteil. Grund zu viel Verbrechen? Ey, ernsthaft? Jetzt reicht's. Zack! Einen schönen Sendemasten. Nicht. What the fuck? Gebäude brauchen Strom. Was soll der jetzt? Der Kackmist jetzt. Können die da drüben nicht mehr genug Strom aufbringen für uns? Das wäre schlecht. Aber wir können natürlich auch Vorbild sein und hier fett einen Solarpark hinbauen. Ja. Vor allem der ist auch relativ billig. In der Anschaffung ist er halt nicht so ganz. Ja, aber Strom müssen wir unbedingt hinbekommen. Strom müssen wir schnell hinbekommen. 50.000, also Solar! Wir werden Vorbild. So könnte ich auch die Folge nennen. So. Natürlich ein Problem, wenn ich jetzt da irgendwie vorher was anders hinbauen wollte. Zu wenig Simoleons. Boah, die sind halt doch nicht so ganz billig. So, Leute, jetzt ganz schnell dahin. Schnell dahin. Wir haben Strommangel. Leute? Jawohl. Läuft mit Batterie. Jetzt schon. Leute, was los? Fast voll. Ja, sieht man. Weswegen beschwerst du dich eigentlich? Ich guck mal, selbst die Mülleimer sind alle geleert. Also irgendwas hat, der hat auf jeden Fall ein Problem. Und du da? Was willst du? Wir laufen mit voller Kapazität. Wir brauchen mehr Züge. Einen weiteren Bahnhof soll ich bauen. Okay, vielleicht. Aber wieso beschwerst du dich da eigentlich jetzt, Mann? Ich habe kurzzeitig 2000 reingeholt, Mann. Zweitausend. Und der beschwert sich jetzt? So. So. Ordentlich hier mal ins Wohngebiet rein. Und mit Straßenbahnen verbinden. Zack. Scheiße. Egal. Ich will den nämlich immer schön mittig setzen. Brandstifter kommt. Ah, das ist natürlich nicht so schön, ne? Hallo? Wie wär's, wenn ihr den Brandstifter mal fasst? Ja, na geht doch. Ich brauche mehr Polizeiaufgebot. Ganz klar mehr Polizeiaufgebot hier. Shit, kann ich mir nicht leisten. Dann egal. Was los? Flughafen! Kriegste! Mach ich! Stellen Sie einen Stadtflughafen auf. Ja, wenn ich das Geld dazu habe, aber erstmal will ich die Zentrale bauen. Der Stuhl ist nicht mal so alt. Wieso fängt der jetzt schon an, hier rumzuknacksen? Boah. Nice one. Gehen alle zur Schule? Gehen alle zur Schule? Was los? Langsame Feuerwehr. Wieso, Leute? Wieso? Wieso seid ihr so langsam? Und wer hat sich jetzt schon wieder zu viele Opfer? Ey, mal ernsthaft? Einer. Also jetzt ist es einfach nur noch Nachschäden. Mentale Nachschäden.
Ladendiebstahl im Gange. Nehmt den fest, den Penner. Na geht doch. Mann. Alter, Leute. Macht mich nicht böse. Casino. Spielezentrale. Ja, die will ich jetzt endlich mal haben. Bloß. Ja, ich bräuchte definitiv eine. Oh, da ist, die ist verbrannt. Zu viele Opfer. Ja, du bist verbrannt. Gib das doch einfach als Grund an. Und nicht zu viele Opfer, sonst denke ich mir wieder was dabei. So, Feuer. Ja, kann man da oben eine schöne weitere Feuerwehr bauen. Mit schöner Glocke. Und einen schönen Fahnenmast. Dann ist da auch ein bisschen mehr Feuerwehr. Das sieht geil aus, Mann. Gasthaus Schlummer. Das sieht richtig nice aus. Vor allem mit Pool. Aber das ist ein schönes Hotel. Das ist ein echt nettes Hotel. Boah, 22.000. 30.000. Tourismus geht ab. Tourismus geht ja übelst ab. Vor allem, ich habe ja ein bereitgestelltes Fahrzeug sogar noch. Wie viel Strom produziert der? 36 Megawatt. Das ist nicht arg so viel. Ja, ja. Raub eine Bank aus und werd von der Polizei gefasst. Schlau. Ich könnte hier irgendwo ja wieder so ein. Ja, klatsche ich den da hin. Nissan Leaf! Ja, jetzt können wir alle schön mit Ökostrom fahren. Und was wolltest du jetzt gerade? ...3000 Fahrender. Täglich. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich weiß nicht, ob ich nicht bald wieder Wasser brauche. Es sind keine Kunden da. Willst du mich verarschen? Es sind natürlich Kunden da, Mann. Ich glaub's hackt. Die Stadt bietet viele unterhaltsame Beschäftigungen. Ja, das ist sehr richtig, mein Freund. Was denn? Haltestelle ohne Anbindung. Was wo? Ah! Okay. Gott, ja, hier. Dieser kleine Drecksteil immer bei der Grundschule. So, jetzt können wir endlich den anbinden. Ah, da können wir eigentlich auch noch gleich die Straße hier runterführen. Erstmal hohe Dichte. Damit es einfach einheitlich aussieht. Wunderbar. Wunderbar. Ich müsste jetzt endlich mal langsam auf die Zentrale sparen. Sonst wird das gar nichts mehr hier. 37.000. Kultur. Hochklassige. Arc de Triomphe. Und es kostet gerade mal... Das finde ich immer ganz geil. Also das baue ich immer ganz gerne, weil ich meine, das bringt auch noch zusätzlich fett Einwohner und... ist eine Tourismusattraktion. Das geht natürlich auch, Global Theater. Zu viel Verbrechen. Ey Leute, wir haben nicht zu viel Verbrechen. Wir haben das nicht. Wir sollten besser die Kapazitäten erhöhen. Stimmt doch gar nicht. Mann, Leute. Das stimmt doch gar nicht. Die Touristen sind super fürs Geschäft. Glaube ich dir. Da wird jetzt noch ein schöner Vetter. Mögen Sie Großraumgebäude mit Kabinen? Natürlich. Es gibt im Büroturm neue Jobs für die Anwohner. Ja. Die können wir auch gebrauchen inzwischen. Inzwischen brauchen wir nicht immer... naja, was heißt noch mehr Jobs? Wir brauchen inzwischen eigentlich mehr Einwohner. Ja, 44.000. Wir können es endlich bauen. Spielezentrale! Boah, Sci-Fi-Casino, nobles Casino, elegantes Casino.
Boah, das Sci-Fi, das muss ich schon irgendwo da unten hinbauen. Weil hier oben die einfach zu viel Platz bereits geraubt haben. Shit. So war das irgendwie nicht geplant. Naja, egal. Klinik sieht eigentlich auch ganz gut aus. Was los? Langsame Feuerwehr. Wieso ist die immer so langsam? Mann. Kurzschluss. Oh je. Beschwer dich nicht, du hast ihn verursacht. Was? Casino geschlossen? Zack. Und wieso ist ein Casino geschlossen? Ach so, das hier, die Spielezentrale. Leute, wir brauchen hier Mitarbeiter. Casino KSZ. Ist das ein eigenes Casino? Glaube ich dir nicht. Hier geht alles top. Na, nee, wusste ich doch. Das hier ist verlassen. Mann, hallo Leute, wir brauchen Arbeiter. Wir brauchen echt Arbeiter. Mann, vorher hatten wir die ganze Zeit Arbeitslose und jetzt? Shit. Ist übel, Mann. Ist übel. Ich glaube, ich baue noch ein Sci-Fi. Weil die anderen beiden sehen irgendwie nicht so geil aus hier. Das Sci-Fi, das sieht richtig nice aus. Ja, jetzt hat Spielezentrale. Endlich. Da kann ich dann Unterhaltungsabteilung. Aber erstmal bauen wir hier ein Schild. Zack. Was können wir da denn noch alles dran bauen? Ah, die können wir auch alle hinten raus. Ja, ist geil, Mann. Boah, das Sci-Fi-Casino. Boah, wie das ein... Stündliche Einnahmen pro Spieler der mittleren, stündliche Einnahmen der unteren. Andererseits das Noble, das... Das kann natürlich beide mitnehmen. Kostet aber auch mehr in der Stunde. Ich baue jetzt erstmal den Flughafen, damit ich die bisherigen Einnahmen noch erhöhe. Pazifik, Imo und Opfer. Gehen da Opfer in das Hotel, oder was? Ernsthaft, wer denkt sich die Namen aus, Mann? Der Typ gehört manchmal geschlagen. Wir haben zu wenig Kunden? Jung, ich glaube, jetzt geht's aber gleich ab hier. Wo ist der Flughafen? Ja, 85.000. Übertreibt man. Oh Mann, nice. Nice. Direkt hier so. Ja. Andererseits, da so reinkommen, das könnte auch schief gehen. Na gut, bei den Sims nicht. Da geht immer jede Landung top. Aber ich könnte es schon so hinbauen. Dann passt es gleich eigentlich. Ist alles in der Nähe. Sonnenkraft geht auch. Wunderbar. Wir bekommen auch auf mehr Mitarbeiter so nach und nach. 800. 700. Da war zu viel. So. Wir könnten aber auch so langsam mal ein Gymnasium bauen, das geht genauso. Wir stellen ein. Die Touristen sind wirklich kauffreudig. Glaube ich dir. Touristen sind immer gut. Wenn sie da sind. Ne? 27, 22. Ah, die Einnahmen gehen zurück. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich brauche mehr Geld. So, den da weg. Erneuern. So. Verkehr. Flughafen. Zack.
Stadtflughafen. Und ein Schild. So, die Kapazitäten muss ich aber schon bald erhöhen. Ja, ich weiß, was der Stadtflughafen kann. Brauchst mir nichts verzapfen. Ich kenne den.